Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Ich sehe nicht nur cool aus heute, ich bin auch an einem coolen Ort. In Schloss Rickling, auch bei Unterexperten Schlori genannt. Natürlich bin ich hier nicht alleine, weil meine wäre es ja woanders, gar nicht so weit weg. Aber ich habe natürlich hier einen, hier, den müsst ihr noch mal kennenlernen, das ist mir ganz wichtig. Den hole ich mal kurz an meine Seite, okay? Den hole ich dazu. Micha! Schön, dass ich hier sein darf. Oh, was ist denn hier los? Ja. Herrlich. Auch in Schloss Rickling hat der Fortschritt endlich mal Einzug gehalten. Respekt, Respekt. Micha hat sich ja an mich gewandt. Ne? Genau. Das war schon letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, durch Facebook. Facebook, genau. Und ich fand deine Sache cool. Hab gedacht, warum nicht? Wenn andere werden das können, warum können wir das nicht auch? Und mal ein bisschen zeigen, was die Jugendfeuerwehr Schloss Rickling macht. Okay. Ich werde mich mal für dich mal so ein bisschen normal wieder machen. Ne? Micha, wir haben auch schon viel Spaß gehabt, wir haben auch schon so zusammen ein bisschen Zeit verbracht. Ich kenne dich auch schon ein bisschen von der Feuerwehr Schloss Rickling. Warum wir jetzt diesen Kurzfilm machen? Es ist nur ein Kurzfilm, ein Intro für den Film, der noch kommt. Ne? Es gibt noch einen längeren Film, aber wir wollen noch mal ganz kurz machen, weil beim letzten Filmdreh ist mir aufgefallen, ihr könntet bei der Jugendfeuerwehr hier noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen, Jugendliche. Sicherlich. Zwischen 10 und 18 Jahren. So. Genau. Okay. Micha, und das finde ich ja so schön. Du bist ja auch ein sehr lockerer Typ. Obwohl, du kannst auch streng sein. Ne? Ich sehe das Bundeswehrschild hier noch. Ne? Ja, so. Nein, okay. Aber meine Challenge an euch, und deshalb wende ich mich an euch. Das geht eigentlich für alle Jugendfeuerwehren, überhaupt für alle Feuerwehren. Wir brauchen eigentlich alle Nachwuchs. Aber für Schloss Rickling würde ich mich freuen, wenn wir, und ich habe es mich ja so ein bisschen versprochen, das klappt bestimmt. Und deshalb, die aus Schloss Rickling kommen und da eigentlich mal Lust haben, vielleicht sagen, ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich bin noch in einem anderen Verein, egal. Trotzdem mal kommen, am 18.05. ist hier... Richtig, Stadtwettkämpfe. Stadtwettkämpfe, da brauchen sie Hilfe. Ich würde sogar eigentlich so, wenn ich selber hier wäre, würde ich nämlich sagen, macht nochmal beim Wettkämpfen sogar mit. Extrem Trim, würdest du ja dich viel breiter kennen. Ja, also, wenn es klappt. Wenn wir es klappen, aber zwei Teile innerhalb von 8 Tagen. Schaffst du es? Also ich habe gesagt, ich in deiner Situation, in deinem Alter zwischen 10 und 18 Jahren, ich würde es packen. Ich würde hierher kommen und sagen, Micha, ich nehme dich beim Wort. Feuerwilli hat versprochen, ich komme und mach Gas. Und wenn ihr mit mehreren Leuten seid, auch wenn ihr hier Fußball spielt, ist ja auch alles richtig. Sollt auch alles machen. Feuerwehr ist keine Konkurrenz. Das kann man auch gleichzeitig machen. Ne? Richtig. Man muss nicht immer dabei sein. Manchmal ist es auch so, dass vielleicht auch die Feuerwehrleute mit zum Fußballspiel gehen können, anfeuern können oder sowas. Bei Feuerwehr kann man ja alles machen. Und was noch dazu kommt, am 18.05., wenn hier Stadtwettkämpfe sind, es ist fürs leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Lösses, es gibt Essen, es gibt Getränke. Für mich reicht das schon, ich bin da. Und es gibt keinen Alkohol. Es ist eine Jugendveranstaltung. Ja, das gibt es auch so und so eigentlich nicht. Ne? Wo war ich stehen? Nein. Aber es geht natürlich um die Jugendwettkämpfe und das ist klar. Richtig. Richtig, so muss es ja sein. Wir machen das bei uns auch so. Kinder und Jugendliche gibt es so keine Alkohol. Wir brauchen gar nicht drüber reden, ist so. So, egal. Wenn du Lust hast, ja, schreib es entweder mich, info@feuerwehrwilli.de an oder hier drunter einen Kommentar. Ne, und dann kriegst du das mit und setzt dich mit denen in Verbindung. Genau. Ja, so machen wir es. Ne, also auf die Schnelle, zack, zack. Und sonst am 18., wenn er sagt, es wird euch auch ein bisschen zu stressig. Ich würde es cool finden, wenn du es packst. Aber ich würde sagen, sonst am 18.05. ganz entspannt. So. Genau. Okay. 18.05. Super. Ganz entspannt. Und jetzt gucken wir mal die Truppe an. Es sind nämlich Jugendfeuerwehrleute, gibt es hier natürlich auch schon. Und die sind ganz cool. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Und ich freue mich schon auf den nächsten langen Film mit Micha. Micha, ich sage dir schon mal schönen Dank. Willi. Und dass die Stadtwettbewerbe ein guter, großer Erfolg werden, freue ich mich. Am 18.05. bin ich hier auch vor Ort. Könnt ihr uns beide auch wieder treffen. Okay? Macht's gut, ihr Lieben. Guckt euch mal die Jugend an. Los geht's. Daumen hoch.